Alter, was ist denn los? Ja, weil die Tiere auf neutral stehen. Ja, natürlich müssen sie auf neutral stehen, sonst, ne? Aber warum ist denn schon wieder so ein hässliches Tier hier? Oh Gott. Die sind alle vor der Tür. Leck mich doch am Arsch, ey. Nicht mehr weg. Ist irgendjemand hier? Ich liebe... So, ich komme jetzt vorne hoch und jetzt schon die blöden Eulen, ey. Aber seit wann greifen die denn an? Letztens waren die ja so friedlich. So, ich bin jetzt auch am First Sighting. Ja, okay. Andi und ich sind schon mal hier. Ja, dann... Müsst mir bloß noch sagen, wo das ungefähr ist. Wenn du Richtung Obsidian läufst, einfach rechts hoch. Wer ist denn hier mit Edmonto? Ich. Okay. Er kommt dann jetzt hier mitnehmen. Naja, dann kannst du ihn anknallen. Ja. Ich habe ja nur die Baits drin. Okay. Ja, die Stamina, ey. Das ist... Okay, jetzt einfach immer ein bisschen umgucken, nach hinten, nach links, nach rechts, was so los ist. Du musst halt nur den Weg frei machen. Ja. Der dreht um, der dreht um. Der dreht um. Ja. Okay, ansonsten zählen wir den hier. Na, ich hab halt keinen Kampf hier mit. Ja, aber ich. Bin ja hoffentlich auch gleich da. Der haut ab. Wartet mal, ihr fangt mal mit 10. Ja, ich zähme ihn an. Ich hole mal zum Kämpfen. Ach, vom Giga kann man gar nicht schießen? Seit wann das denn? So kleiner. Ist. So, ich hoffe, der fängt gleich an. Und schön die Augen offen halten, Freunde. Ja. Ich hoffe, der fängt gleich an zu fressen. Ja, das erste hat er. Dann fütter ich ihn per Hand. Pass auf, hier sind noch andere Agro-Ankylos, ne? Okay. Na, die sollten ja aber nichts tun. Ne, normal nicht, aber... Ne? Das ist schon normal. Boah, ich sehe gar nichts mehr, es ist schon wieder dunkel. Was denn? Jetzt hier, ja. Euch. Oh, okay, ich werde angegriffen von dem. Ja, okay, dann, Was war das denn? Ach, das war. Okay. Jetzt sehe ich auch nichts mehr. Also, nee. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Kalu, lass uns mal schnell hier die Dinger wegmachen und nicht den anderen. Passt auf, ne? Nicht zum Rare Sighting. Nee. Ja. Boah, ich habe nur noch Glitzer hier. Oh je. Den nicht mehr? Ja, ich bin dabei. Ich renne ihm einfach hinterher. Nee, den sehe ich, aber den so. Anderen. Hast du den weggefressen, Ips, oder? Nein. Noch nicht. Boah, ist das finster. Scheiße. Aber ich sehe den. Wieso seht ihr das? Ich habe hier mal ein paar Fackeln aufgestellt. Ja, nicht, dass die anderen dann kommen, ne? Nee, Fackeln ausmachen. Alter, Fackeln weg. Nicht Licht. Kein Licht. Wir müssen die Fackeln sind verboten. Wir dürfen nicht bauen. Ach so, die dürfen wir gar nicht hinstellen. Ja. Nee, auch nicht. Genau. Also nur Schlafsäcke und und was war das? Lagerfeuer, ne? Oder? Genau, deswegen schnell wieder weg damit. Na gut. Fackeln sind Gift. Auf jeden Fall. Ja. Oh, ich kann den noch gar nicht per Hand füttern. Ist ja nervig. Die Wohlfahrt essen darf, der Unsinn ist. Echt? Ja. Scheiße. Dann beißen tot. Beißen tot. Kaputt machen? Ja, sofort drauf. Und nein. Nicht, dann nicht. Was machen wir dann? Die sind auf jeden Fall, die laufen jetzt bei uns am Strand lang. Wir müssen den mitnehmen, ey. Die kommen zu euch hoch. Ja, dann totbeißen und weg. Kann ich ihn kaputt beißen? Bevor die den kriegen? Los. Ich sehe hier nichts mehr. Feigling. Will ich gleich die große Klappe hier, ey. Ja, dann bringen wir den jetzt mal alleine. Ist leider so. Das nächste kommt bestimmt. Na. Nebenher ein Lystro gezähmt, großartig. Das gibt Punkte. Ja. Problem ist, ich komme jetzt mit Knochenbruch nicht weg. Ja, wir sind ja jetzt noch zu dritt hier. Zu viert? Keine Ahnung.
Ja, die stehen ja direkt bei uns unten rechts am Wasser vor der Tür. Naja gut, aber an der Tür dürfen sie ja nicht angreifen. Nee, nee. Also wir gehen jetzt hier oben lang und nach Hause. Einfach langsam runtersteigen. Ja, oben lang, genau. Genau. Springt einfach hinten von der... 40-25. Oh Gott. Das ist immer noch... Weiter... Ist das in der Base? Ist das in der Base? Nee, das war da oben im Norden. Na, dann würde ich sagen, machen wir uns da aber auf den Weg. Nee, das macht nichts. Ey, die sind ja gerade schon bei uns am Strand. Na gut. Und einfach zurück. Scheiß auf das blöde Vieh, sollen sie halt austoben. Boah, ist das außer das? Velociraptoren kriegen sie eh wieder nicht hin. Feigling, ey, wenn ich das schon lese. Komm halt alleine. Anstatt hier mit drei Leuten. Ja, ich hab mich nämlich schon vorhin gewundert, was da für ein Spino am Strand lang rennt, weil der Einzige, der mit Spino unterwegs war bei uns, das war ich. Ja. So, ist das der Anki hier? Ja. So, mal schnell was trinken. Ein lila Kanusattel haben wir auch bekommen. Ein lila Kanusattel? Nein, in der Rare Sightings, es gibt auch immer was. Man die tötet. Okay. Das war gut. Und Hallöchen, Sabrina. Lilly. Eine lila Gillimaske. Eine Lilly. Eine Lilly-Gillimaske. Eine Lilly war die Abkürzung, ja. Lillys Gillimaske. So, achso, wo ist eigentlich die Balu, was die Schere hin? Bei mir. Aber muss ich jetzt einmal reparieren. Ja, ansonsten bauen wir da eine neue, ist auch kein Problem. Ne, da liegt doch eine zweite drin, nicht keine neue bauen. Mhm. Ja, schneidet mir einfach die Haare, ich stehe hier rum. Könnt ihr aber machen. Ich stehe auch gerade rum und crafte gerade mal ein bisschen hier. Hat euch Raketen. Mit meinem notfalls mal hier in der Base was zünden können. Leuchtraketen, das ist aber gut. Man, das sind da draußen schon wieder. Alter, leck mich doch. Es scheppert. Wie alles durcheinander gerannt. So, mal stehen bleiben, Mayo. Ihr habt alle diesen Skin jetzt, ey. Nur ich nicht. Weil ich meinen verbummelt habe. Hm, was denn verbummelt? Weiß ich nicht. Ah, Mann, in irgendeine Kiste. Was denn für ein Skin, bitte? Der Helmskin. Ja, euren Helmskin. Ach Gott, ja. Woanders schmeiße ich den immer weg, Mensch. Ja. Aber hier ist ja der einzige Skin, den wir haben. Ja. Also gut, wir können natürlich durch Sterben auch das Inventar vollmüllen, so wie der Clemens das immer macht, aber... Ja. So. So, Mayo ist fertig. Krieg meine Flasche, ja, das weiß ich. Fix und fertig. Fix und fertig. Ach, kurz mal Getränk öffnen hier. Unglaublich. Krieg ich mir an die Flasche auf. Schnipp, schnapp. Den Bart nicht vergessen. Bart ist gut, ja. Yep. Okay, wunderbar. Ja, Clemens, du bist ja auch ein Anfänger, deswegen hast du viele Skins dabei. Okay, so, also ich meine, noch wurde der Velo nicht gezähmt, aber den ignorieren wir jetzt, richtig? Naja. Gut. Die Bronto-Wirbel brauchen wir ja nicht, ne? Die Sauropoden-Wirbel. Nö, die haben keinen Zweck. Macht keinen Zweck, also wirklich. Oh Gott, hier draußen ist ein wilder Raptor. Oh Gott. Deswegen. Alter, was ist denn los? Ja, weil ich hier auf neutral stehe. Ja, natürlich müsst ihr auf neutral stehen, sonst, ne? Aber warum ist denn schon wieder so ein hässliches Tier hier? Oh Gott. Die sind alle vor der Tür. Leck mich doch am Arsch, ey. Ist irgendjemand hier? Ich liebe... Also, ich kann nicht mehr weg hier. Das hat schon was von Komödie, muss ich sagen, das also ist, ehrlich. Es also ist so kacke hier, dass diese Scheiße immer durcheinander rennt, ja. Ey. Ich meine, das Problem ist, die spawnen halt direkt bei uns neben der Base. Oh. Das haben wir letztens festgestellt, dass es eigentlich nicht normal ist, aber die spawnen halt direkt hier. Alter. Oh Mann, ey. Also wir haben hier immer noch so andere Probleme in Ark. Oh Gott. Na, der kommt noch nicht weg. Mann, Mann, Mann. Diese Tiere hier. Der Wahnsinn. Vor allem könnt ihr nicht mal in die andere Richtung rennen, ey, weg von der Base. Wäre göttlich, haut nicht hin. So, kein Sattel hier. Ja. Eckiger. 30, 20, das wird wahrscheinlich wieder woanders landen. So. Naja, kann ich gleich los mit dem nächsten Dings hier wieder. 60-65, Redwood, Mittelinsel. Hin oder nicht hin? Naja. Oder warten wir wirklich bis hier, oder? Ich muss euch sagen, also bei mir ist es Selbstmord, wenn ich wieder mitlaufe jetzt. Wegen deinem Problem. Aber wie bitterböse. Okay.
Jenny, nee, leider kann man nichts machen, dass die bei uns in der Base nicht spawnen. Wir haben ja schon gedacht, dass es hilft, wenn wir Strukturen hier hinbauen. Deswegen habe ich ja ganz am Anfang des Projekts auch Foundations auf den Boden gesetzt. Das hat hier aber gar nicht geholfen. Und ja, wir müssen halt leider damit leben. Die Vermutung ist, es liegt daran, dass hier in der Nähe Höhlen sind oder sowas. Das wurde doch beim letzten Mal, glaube ich, gesagt. Ja, theoretisch, genau. In der Nachbesprechung. Ja, also in der Nachbesprechung nach der Nachbesprechung war es. Das war nichts, was ihr mitgekriegt habt, aber... Ja, wir hatten ja letztens auch direkt als Hero wieder in der Base gespawnt. Es sind uns ja einige Tiere abhandengekommen, weil hier direkt ein Rex gespawnt ist. Ja. Ein neuer Mod-Rex. Also so eine Überart von Rexen, also die einfach overpowered sind. Und so ein 175er. Ja, und da hätte auch ein 100er gereicht, der hätte trotzdem ordentlich Schaden gemacht hier. X-Effekt schlägt gerade vor, ob einer Level 100 ist, dann könnte man Auto-Turrets bauen, die Tiere abschießen. Quatsch, das ist Blödsinn. Das ist einfach nur Materialverschwendung. So schlimm ist es jetzt auch nicht, die rennen ab und zu mal durcheinander, ja okay, aber ansonsten... Das Problem ist, die Mod-Tiere sind nicht zu vergleichen mit den normalen Vanille-Arktieren. Alle, also durch die Bank weg, viel, viel mehr Hitpoints als alles andere in Vanille-Ark. No. Dadurch müssten wir auch ein Unmengen an Munition herstellen, wir würden nur noch farmen gehen für Munition und das ist... Das lohnt sich auch nicht, selbst wenn das funktionieren würde, macht keinen Sinn. Das ist einfach, das Material können wir, glaube ich, besser gebrauchen. Ja, Spiele am Kopf werfen. Ach, schön. Und bei Tim ist gerade mega der Sturm. Na, ist doch schön. Heute ist bei uns ruhig. Hier regnet es heute nur. Gestern? Vorgestern. Vorgestern war bei uns auch richtig Sturm. Allerdings nur so eine halbe Stunde oder so. Anni, wo bist du? Bin gerade am Strand lang bei uns und farm Steine, also Richtung... Ah, alles klar. Ja, Südspitze. Hast du alle mitgenommen oder... Nee, nur einen und hab jetzt gut. Hier... auch schon recht viel weggeräumt. Ja, ich nehme mir auch mal ein und komme auch mal was fahren. Ja, das ist halt irgendwie... Viel mehr kann ich heute nicht machen. Ey, wir haben 4 Gallimimus da vorne. Mhm. Können auch 4 da vorne bleiben. Ja, glaube auch. Was willst du damit? Angucken. Scouten. So. X-Effekt, ob es erlaubt ist, Gegner gefangen zu nehmen? Nein. Nee. Es gibt auch keine Käfige, es gibt keine Keulen. Man kann niemanden betäuben. Ja, genau, man kann niemanden betäuben. Also nur mit der Faust höchstens, aber das ist auch nichts, was hier ja, dazu passt. Also, es geht ja auch nicht, also das wäre ja auch nicht Sinn des Projektes, ne? Nee, eben. Aber wo sind denn die ganzen Ankylos? Na, hier vorne stehen noch welche rum am Haus unten. Bei den Gigas, da stehen 3 oder so, keine Ahnung. Und Gatza, ja, wir haben eine Schlange in der Base. Die zischt da auch so ein bisschen rum. Ja, ich hab die gerade vorhin schon mal gesucht, aber ich weiß nicht, wo die ist. Gatza erschreckt sich die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, wo die ist. Ist die oben? Vielleicht auf deiner Schulter? Nee, ich habe die nicht aufgenommen. Du hast sie die ganze Zeit. Wo hast du dich jetzt ausgelockt? Ist die oben? Hab die einfach auf den Boden geschmissen. Vielleicht oben. In die Foundation reingebackt vielleicht. Hinterm Schrank hockt sie. Na, da machen die Schlangen ja so, ne? So. Soll ich eigentlich die Beete hier unten mal abreißen? Und die ist auch völlig erstarrt, wenn ich sie aufhebe, die Schlange. Wunderschön. Ups. Ja? Ja. Hast du Bock? Ja. Komm mal bitte zu den Gigas hier vorne. Schnapp dir mal bitte ein paar Berry Bags. Und für diejenigen, die Eulen noch nicht gesehen haben, ne? Hallo Eule. Glubsch. Ich pack mal kurz die Waffe weg. Hallo, Mensch. Ich weiß noch nicht, warum die nach oben gucken. Guck ein bisschen. Wie wahnsinnig. Seid ihr hier auf den Ankylos? Was für Berrybags? Haben wir gar keine mehr. Wir haben keine Berrybags? Doch, im Kühlschrank. Wir haben alles, eigentlich. Im normalen Kühlschrank, rechts. Ach so, nicht in der... Nee, also wir haben einige Sachen immer in diesem Bait-Kühlschrank. Da sind die Sachen mit Pfeilen drin, weil die kannst du nicht in den normalen Kühlschrank packen. Aber alle Baits ohne, die sind im normalen. Ich ernte mal gerade oben das Gemüse. Boah, die Tiere einfach, wie die hier überall rumstehen. Wichtige Aufgabe. In unserem Fall ist es eine gehwichtige Aufgabe. Eine gehwichtige Aufgabe.
Wo soll's denn hingehen? Komm mal raus aus dem Haus und dann nach rechts. Komm echt nicht drauf klar, dass der Front Feigling geschrieben hat, Alter, ey. Das was? Dass der Feigling geschrieben hat, als ich alleine mit dem Speedo vor den drei Wurfeuern stand. Und ich abgehauen bin. Tja. Der echt Feigling geschrieben. Da hinten siehst du die beiden ganz großen links. Links? Die beiden ganz großen. Hm? Davon den guten, den richtig der, guten. Der Terry ist hier vorne. Ja, den Terry hau ich weg. So, hier Möse in den Schrank. Das ist gar kein Platz 100, mehr hier. 145er, glaube ich. Den anderen habe ich gar nicht gesehen. Die Schlangen kommen auch durch die Jurassic World Mod. Oder Jurassic Park Mod. Demons. Also die Schlangen und Eulen, die gehören halt frisch dazu. Die Eulen sind aber tatsächlich nur für die Zeit in der Base hier. Die sollten eigentlich nicht dabei sein. Weil die halt den gleichen Effekt haben wie bei Aberration, dass du halt High-Level-Tiere sehen kannst. Sowohl gezähmte als auch... Ja, und, feindliche Spieler siehst du ja auch. Ja, und so. Feindliche Spieler. Von daher wäre das ein ganz krasser Vorteil im PvP und das geht so nicht. Das ist nicht geplant gewesen. Das siehst du ja auch sonst wie weiter entfernt. So, hier Möse im Kühlschrank. Achso, ich wollte mal noch... Haben wir noch Ferngläser irgendwo? Ferngläser schon. Scopes? Nee. Soll ich welche herstellen? Ja, ich mach grad mal was. Hab ich auch gelernt? Weißt ja, wie du den, ne, dass du den so levelst wie den anderen, ne, bei uns da. Ups, hast gehört, ne? Dass der, ja, ein bisschen, ja, dass der ein bisschen schneller wird. Metall. Ach, hier sind noch Tausende in der Werkbank. Das ist ein Pärchen, der eine 145, der andere 90. Ah, nur den 145er. Jo. Wir brauchen hier immer wieder, da können wir uns immer wieder nach Ausschau halten. Da brauchen wir ein Weibchen dann, ne? Alex, ist egal, was da drumherum ist. Also meinst die angrenzenden Gebiete sicherlich. Aber ist egal. Spielt keine Rolle. Hier hinten hat irgendjemand sich ausgemüllt und sprengt damit schon wieder die Base. Ja, ich hab das ganze Gammelfleisch aus dem Kühlschrank rausgehauen, weil das da nicht drin sein muss. Achso. Es ist halt nur nach und nach immer vergammelt und ich brauch da Platz fürs Gemüse. Mann, dieser Wassertank. Muss dann eigentlich... Hier. Hier ist unser Dingens. Nur Stein oder auch Metall? Auch Metall. Also ruhig alles, was es gibt mit dem. Schadet ja nicht. So, ich nehme mal ein bisschen davon was mit zum Anfüttern. Falls hier unterwegs was sein sollte. Ich brauche den gar nicht hinterherlaufen. Warum? Weil ich ins Bein festgebackt bin. Ach so. Das schleppt mich die ganze Zeit mit. Wunderschön. Heute ist der Andi unser Backfinder. Hiro ist ja noch nicht da. Na, Hiro findet nur irgendwelche komischen Höhlen und spielt den Jesus. Uns fehlen aber ganz normale Baits für Fleisch, ne? Da stelle ich welche her. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, ich stelle welche her. Gleich hier aus dem Fleisch, aus dem Mutton. Ja, das normale Fleisch brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja. Dann müsste schon Prime oder Hammel sein. Genau. Und dann gibt's jetzt hier halt Armelfleisch. So. Packe ich dann auch wieder in den normalen Kühlschrank. Ja, irgendwas wollte ich gerade machen. Was wollte ich gerade machen? Kann ich dir nicht sagen. Irgendwas Wichtiges. Anni bunt anmalen. Mich bunt anmalen? Ich habe den roten Pinsel mit. Also noch wichtiger. Noch wichtiger? Das geht? Ja, das ist schon wichtig, aber das ist noch wichtiger. Ui. Geht doch gar nicht wichtiger. Aber ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Jo. Ja, wenn wir denn dann mit Hiro einer mehr sind, ja, dann sollten wir uns schon mal überlegen, mit was für Tieren wir lostingeln, wenn wir lostingeln dann. Also, ich nehme keinen T-Rex mehr. Also, wenn ich überhaupt lostingle, dann kein T-Rex, sondern ein Giganote, würde ich sagen. Ja, ich würde, glaube ich, auch einen Giga nehmen. Und dann, wie gehabt, ne, was hinterherziehen. Ja. Also, Giga mit Giga im Schlepptau.
Nee, Giga und Rex hinterher. Oder so. Das geht alles. Das kostet ja keine Ausdauer, dann das Vieh. Ja. Haben wir denn vernünftig hier Gigas zum Kämpfen? Ich weiß, wir haben da oben welche zu stehen, aber sind die auch gelevelt? Na, die haben wir ja schon viel benutzt, also. Ja. Die letzten Sessions, wenn ich unterwegs gewesen bin, habe ich mir immer einen Giga genommen. Weiß jetzt nicht mehr welchen, aber. Einfach mal reingucken. So, ich werde mal schnell gucken, ob meine Kaffee-Challenge erfolgreich war. Die zweite heute? Jetzt hast du das Wasser vergessen. Wieder. Schon wieder. Nee, jetzt hat er den Kaffee vergessen. Ach so, das Kaffeepulver vergessen. Jetzt einmal Wasser durchgelaufen. Nee, er hat die Maschine nicht angemacht. Hey, warum werden denn hier Brontes angezähmt? Aus Versehen wahrscheinlich, ne? Oder. Na, wahrscheinlich, Achius. Weil du das haben wollte. Ja. Ja, der Yps, der macht gerade, der zähmt gerade für uns da Brachio. Okay. Nämlich das beste Mittel gegen die Zillababes und gegen Spielbären und so. Ah, das ist aber gut. Ja, aber die sind doch nicht so wirklich schnell, also bis du mit denen unterwegs bist. Ja. Aber da geht schon was mit. Achtet darauf, auch nicht zu brüllen, sofern das einen Effekt hat innerhalb der Mauern. Also mit den Rexen. Nee, so. mit was denn brüllen? Aber die Rexen wurden ausgetauscht. Hä? Sehe ich jetzt auch nicht ganz, aber. Kann ich mal ordentlich schreiben. Anni, warte mal, bleib mal hier. Ja. Und Reh. Bibi. Der Kaffeekanne ist sogar Kaffee. Geil. Ja, unglaublich. Dankeschön, Malu. Cool. Jo. Weiß nicht warum, ich hatte auf einmal zwei Stück drin, keine Ahnung. Geil. War ich mal wieder gierig, weißt du. Vielleicht war der andere meiner. Wahrscheinlich. Hast du den wahrscheinlich weggeschmissen. Mhm. Ich hasse dieses. Ach, Ultima, ja, genau. Ja, aber warum? Warum dürfen wir mit dem Ultima nicht brüllen? Dürfen wir nicht oder sollen wir nur darauf achten? Bleibt der Mauer nicht, oder? Verstehe ich nicht. Also ich verstehe es nicht. Der Ultima, ja? Der macht, hat nur einen unangenehmen Effekt auf die, auf wilde Viecher, ja. Also innerhalb der Mauern Sichtweite steht da. Auch nicht zu brüllen, sofern das einen Effekt hat innerhalb der Mauer Sichtweite. Das heißt also, wenn man jetzt mit dem Ultima unterwegs ist, dann darf man nicht PvP-mäßig brüllen. Alles klar, wenn man in der Nähe, das ist ja doch, klar. Doch, darfst ja. du schon, aber nicht in Mauerreichweite. Okay. Mhm. Verwirrend. Was hat das denn für einen Effekt? Na, das, ne, das beim Ultima senkt das bloß die Verteidigung der Wilden. Ach so. Der Wilden und wahrscheinlich auch von PvP-Gegnern. Ah. Ist aber nicht so dolle. So, ich habe mal eine ganze Gammelfleisch, die brauchen wir eh nicht. Der Scheiß hier, mal raus mit dem Müll. Mal umsortieren, ey, ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Katastrophe, auf jeden Fall.